gegen Hart. Wer ist der Bessere? Dies und mehr im Juliheft des offiziellen World Wrestling Federation Magazins. Jetzt beim Zeitschriftenhändler. Step one, step on to the dance floor. RTL 2 macht einfach Spaß. Zur allwöchentlichen Challenge der World Wrestling Federation exklusiv bei RTL 2. Heute hat es Bob Backlund mit Doink zu tun. Papa Shango hüllt sich weiter in den Nebel. Und was in den Headshrinkers vorgeht, weiß auch niemand so genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Doink, hier habe ich mir jetzt mal was Gutes getan, habe die Musik mal ganz durchlaufen lassen und dem Günther den Mund zugehalten. Ich bin völlig schweißgebadet, weil er wollte ständig reinreden. Aber ich muss sagen, dieser Doink hat wirklich ein schauspielerisches Talent, das seinesgleichen sucht. Er hat es jetzt gleich in unserem ersten Kampf mit Bob Backlund zu tun. Und die wichtigste Nachricht, eine der wichtigsten Nachrichten vorneweg, die Tag-Team-Situation hat sich also zugespitzt. Letzte Woche am Montag holten sich die Steiners von Money Inc. den Titel in Columbus, Ohio. Und nur zwei Tage später konnten sich Money Incorporated in Rockford, Illinois den Titel zurückholen. Also hier in der World Wrestling Federation geht es momentan ganz gewaltig rund. Jetzt geht es aber hier hoffentlich im Ring rund mit Doink 1 oder 2. Es gibt ja zwei von diesen netten Kerlchen, wie uns auch ein aufmerksamer Zuschauer hat wissen lassen. Wir bedanken uns herzlich für diesen Hinweis an dieser Stelle. Also einer der beiden Doinks gegen Bob Backlund. Vielleicht kommt ja der Zwilling auch noch dazu. Lassen wir uns überraschen. Ja, das haben wir ja beim Kampf von Crush gegen Shawn Michaels beim King of the Ring gesehen. Da kamen die beiden Doinks in einer Reihe daher marschiert. Doink scheint sich über Bob Backlund ein bisschen lustig zu machen. Und eine weitere wichtige Nachricht, ich komme mir hier vor wie so ein Nachrichtensprecher mit wichtigen Nachrichten, aber wenn es mal keine Katastrophen... Die World Wrestling Federation in Kürze? Ja, aber wenn es mal keine Katastrophennachrichten aus aller Welt, sondern eine schöne Nachricht. Hulk Hogan wird bei der kombinierten Deutschland-Österreich-Tour seinen Titel zurückzuholen versuchen. Gegen Yokozuna, das heißt also, wir werden hier Titelkämpfe zwischen den beiden erleben und wie ich das am Montag schon gesagt habe, wenn Sie noch keine Karte haben, dann sehen Sie zu, dass Sie möglichst schnell an eine rankommen, denn die Karten gehen weg wie warme Semmeln, habe ich mir sagen lassen und ich meine, mit so einem Titelkampf, da sollte man doch auf keinen Fall diese Sache verpassen. Die kombinierte World Wrestling Federation Nachrichten- und Werbesendung von und mit Carsten Schäfer. Weiter geht's mit Action im Ring. Wieso Werbesendung? Das ist nur ein Faktum, Günther. Keine Werbung. Werbung ist doch nie zutreffend. So, ja, stimmt. Werbung impliziert ja immer etwas, was nicht wahr ist. So, jetzt haben wir also das auch. Marketingtechnische Punkte haben wir jetzt erledigt. Bob Backlund erledigt hier gerade Doink. So sieht es zumindest aus. Ein schöner Hip-Toss von ihm gegen den miesen Clown mit der großen Ausstrahlung. Das muss man ihm schon zubilligen. Genau wie Razor Ramon und einige andere Bösewichte in der World Wrestling Federation sie haben. Also keiner kann so schön unschuldig schauen wie Doink. Das muss ich ihm zubilligen. Gefällt mir fast diese Maske von ihm. Ach, jetzt gefällt er dir auch.
Ich sagte ja fast und nur diese Maske. Nein, er hat schon was drauf. Er kann also wirklich auch sehr tolle Manöver ausführen und einige seiner Späße, ich habe es ja schon öfter gesagt, auch wenn sie nicht freundlich gemeint sind, kann man durchaus durchgehen lassen. Wasser spritzen aus einer Blume, das ist doch witzig. Genau wie eine explodierende Zigarre oder so etwas. Ja, genau. Es ist vor allen Dingen, es verletzt ja niemanden, zumindest nicht körperlich, höchstens die Gefühle. Oh. Aber jetzt hat Bob Backlund die Gefühle von Doink verletzt. Er hat ihn nämlich mit einem Standing Wristlock erwischt und dann zu Boden gefeuert. Ja, und Doink kommt irgendwie nicht so richtig zum Zug gegen den Mann aus Princeton, Minnesota. Jetzt greift er aber an. Aber sofort das Reversal. Jetzt ist Doink in der Ecke. Schlagabtausch. Jetzt müssen sie raus aus der Ecke, aus dem Seil. Da setzt Bob Backlund einen Back-Suplex an. Jawohl, er kann ihn durchziehen. Sah fast so aus, als könnte Doink kontern, aber Bob Backlund doch der Stärke, das Cover. Ja, da ist der Fuß im Seil oder was? Wieso? Ja, ja, der Fuß, abgebrochen, nicht draußen war er. Na, der Fuß hat nicht das Seil berührt, sondern er war über die Ringmatte hinausgestreckt. Und das ist genau das Gleiche, als ob man das Bein aufs Seil gelegt hätte. So, jetzt das Angebot zum Shake Hands, was ja sonst Bob Backlund immer zu Beginn eines Kampfes macht. Also sehr, sehr faire Kämpfer. Ja, das war zu erwarten, dass das natürlich nur eine Finte ist von Doink. Greift sofort nach, aber jetzt ist Bob Backlund in einer ihm bekannten Stellung der Unterlage aus dem Ringersport und am Boden. Da ist er ja sehr, sehr gut, sehr schnell. Und jetzt ist er oben. Also Bob Backlund glaubt weiterhin an das Gute im Menschen. Er denkt sich, na, wenn er mir die Hand so hartnäckig hinstreckt, dann muss ja was Gutes dran sein. Aber ich muss sagen, diese Aktionen auf dem Boden, die gefallen mir sehr gut. Sie sind sehr schnell, sehr flüssig. Dann allerdings bringt Doink den Kopf an, hat Bob Backlund doch wieder unter Kontrolle. Und das wird wohl ein Piledriver. Nein, es wird ein Backbody-Drop von Bob Backlund aus dem Stand. Das hat er sehr schön gemacht. Hier allerdings das Inside-Cradle von Doink. Und er gewinnt ganz überraschend. Oh, da hat er doch im Grunde genommen keinerlei Vorteil in diesem Match gehabt. Hier hatte Bob Backlund aber die Verschlagenheit, hat Doink gewinnen lassen. Wir kommen zum King of the Ring Report. Backlund erweist sich hier doch als fairer Verlierer. Er streckt Doink die Hand hin und sagt, komm Junge, du hast mich besiegt, ist in Ordnung. Ja, ähnliche Szene wie zwischen Bret Hart und Mr. Perfect nach dem Finalkampf im King of the Ring. Auch eine sehr schöne Geste. Ja, und vor allen Dingen sehr versöhnlich, das will man ja eigentlich sehen, denn Animositäten sollten, wie gesagt, mit einem Kampf und nach Beendigung eines Kampfes erledigt sein, aber Bob Backlund gibt einfach nicht nach. Der Ringrichter sagt, komm, jetzt lass ihn einfach in Ruhe. Du merkst doch, dass der Junge dir die Hand nicht geben will. Doink hat sich seine Jacke schon geholt. Ich weiß nicht, ob er da wieder irgendein Spielzeug drin hat. Vielleicht so ein Gerät, das einen elektrischen Impuls auslöst. Nein, da hat er wieder seine Wasserspritzblume. Ja, und wir kommen jetzt aber endgültig zum King of the Ring Report. Everybody, here we go with your King of the Ring report. It was everything it promised to be. The first ever King of the Ring. In the main event, the five-time World Wrestling Federation champion Hulk Hogan
met his challenger, Yokozuna. Hold it! And there comes the leg drop! Nobody gets up from that. I can't believe it. Well, these pictures are so good. Oh, my God. What was that? This camera exploded. Yokozuna. One, two. Yokozuna. Recently, I had the opportunity of talking to the new World Wrestling Federation champion and his manager. You won't believe this proposition. We are with the brand new World Wrestling Federation champion, Yokozuna, his manager, Mr. Fuji. In recent interviews, you stated you would celebrate your victory here in America. Yep. On America's birthday, the 4th of July, at a suitable historic landmark. Yes. And just exactly where is that landmark? The Big Apple, New York City, New York. Well, there are a number of landmarks in New York City. Precisely where? Where planes fly and land. Kennedy Airport, LaGuardia? No. Planes fly and land immediately. And then it's ship. Intrepiter? You've got to be kidding me. Not the USS Intrepid, the aircraft carrier anchored in New York Harbor? Yes. Why? Yes. Why? Why? Simple. We want to challenge all professional U.S. athletes to pick up my 505-pound Yokozuna and slam them. But why, Mr. Fuji? Why? Simple. We want all Americans to make big fool of themselves. There has got to be some red-blooded American that is waiting and willing to challenge Yokozuna. Back to the King of the Ring and the tournament itself. The Hitman Hart will advance to the tournament. Hughes nearly with that iron got himself disqualified. And Bigelow wins it. He will advance. Both men have been eliminated. What a hell of a wrestling match. You have just seen. Bret Hart is the King of the Ring. I can't believe this. It was a long, hard, and grueling battle for Bret the Hitman Hart. But finally, he made it to the top. Finally, he was proclaimed the King of the Ring, basking in his moment of glory at the coronation, when all of a sudden, Jerry Lawler appeared. Indeed, it was a night of firsts. Vorsicht! Ab ganz nach oben, die WWF Superstars präsentieren ihr erstes Album mit dem Hit Slam Jam und dem neuen Heartbreaker. Music Action, Music Power. WrestleMania, das Album der World Wrestling Federation Superstars. Unschlagbar. Wer kümmert euch um Cindy Kestka? Und ich kümmere mich um eure Noten. Cindy hat es wirklich nicht leicht. Als Sozialhilfeempfängerin gerät sie mitten in ein superreiches Pensionat. Princess Academy, heute 22.15 Uhr bei RTL 2. The following contest is scheduled for one fall. Currently in the ring, weighing in at 231 pounds, unhailing from Puerto Rico. Here is Bert Centeno. Ja, der Mann aus Puerto Rico. Heute gegen den Mann aus Mexiko, Tito Santana. Ja, immer wieder schön, die Musik zu hören. So was Fröhliches, Aufheiterndes. Ganz im Gegensatz zu der Musik von Doink, die ja nur am Anfang versöhnliche Klänge hat und dann doch sehr, sehr tragisch wird. Ja, das stimmt. Tito Santana ist ja eigentlich ein sehr lustiger Vogel und ein sehr freundlicher Mann. Und seine Musik verkörpert auch irgendwie das Wesen der Mexikaner, wie ich mir habe sagen lassen. Nun ja, also Tito Santana ist, wie gesagt, immer zu Späßen bereit, immer bereit, den Kontakt mit den Fans zu suchen. Allerdings im Ring, da ist er doch wirklich ein ganz harter Bursche. Da konzentriert er sich auf den Gegner voll und es spielt keine Rolle, ob das ein No-Name-Produkt oder ein wirklich erfahrener Mann ist. Bert Centeno gehört eher zur ersten Kategorie, muss man schon ganz ehrlich sagen. Obwohl er sich jetzt hier versucht, gut zu verkaufen, kriegt aber hier sofort den Dropkick ab. Vom Boden aus gesetzt von Tito Santana. Schöne Aktion, er ist ja sehr, sehr wendig. Sehr erfahren natürlich auch. Studiert er den Gegner, das sieht man, wie er ihn fixiert. Ja, vor allen Dingen, er ist einer von den Leuten, die über die Jahre hinweg ihre Figur, ihre körperliche Konstitution immer gleich gehalten haben. Das war mit 20 genauso wie jetzt mit über 40.
Also schon, er ist schon wirklich ein Phänomen, dieser Tito Santana. Gar keine Frage. Und man sieht ihm sein Alter ja nun wirklich nicht an. Ja, wenn du das nicht erwähnen würdest, würde man es gar nicht glauben. Hält sich wirklich fit, lebt auch sehr, sehr gesund. Ja, wie eigentlich alle Wrestler in den Top-Rängen. Auch wenn einer wie Bam Bam Bigelow oder andere doch sehr, sagen wir mal, zur ja, Mächtigkeit neigen körperlich. So ist das halt einfach eine genetisch bedingte Sache. Sie leben aber trotzdem sehr gesund, müssen sie auch. Denn ansonsten könnten sie den Stress, den man als Wrestler hat, einfach gar nicht bewältigen. Sei es im Ring, sei es durch Reisen, sei es das Training. Also da gibt es ja so vieles. Auf das sie achten müssen. Für kräftige Schläge in der Ecke festgenagelt. Bert Centeno within, kräftig gesetzt. Und dann der Back-Body-Drop. Ja, das sind Manöver. Die passen gut zusammen, solche Kombinationen sehen wir immer wieder gerne. Die beherrscht natürlich ein Mann wie Tito Santana aus dem FF. Ja, wo wir gerade bei Titeln waren, beziehungsweise bei Tito Santana waren, möchte ich auch noch erwähnen, er war ja auch schon Tag Team und Intercontinental Champion. Also von daher ein Mann, der durchaus seine Erfolge hat. Auch heute gegen Bert Centeno. Wieder ein Sieg, der in seiner persönlichen Liste als solche eingetragen werden wird. Da gibt es nur sehr wenige Niederlagen und sehr viele Siege. Jetzt allerdings kommen wir zu Face-to-Face, der Interviewabteilung mit Mean Gene Okerlund. Folks, when you talk about controversial here on the World Wrestling Federation, one name that pops up in my mind instantly has got to be the narcissist Lex Luger. As a matter of fact, Mr. Luger is gracing us with his presence this week face-to-face. Lex Luger, a lot of that controversy originates from that very controversial right forearm of yours. Of course, it's perfectly legal, thanks to a ruling by World Wrestling Federation President Jack Tunney. That's a legal weapon. You know that? One of many weapons I possess in my vast arsenal, Gene. Just one of many. You know, Lex, if there's one individual that knows a great deal about that, that steel-plated elbow and forearm of yours, it's got to be the former World Wrestling Federation champ, now the King of the Ring champion, Bret the Hitman Hart. I'm so impressed. Well, any chance or opportunity I get as I ascend the ladder to the very top of the World Wrestling Federation, Gene, I take up. And Bret the Hitman Hart, I enjoy nothing more than humiliating, embarrassing you every single chance I get. You know, Lex Luger, I imagine it's got to be very tough for somebody like you to be humble. Well, look at me. Wouldn't you be? I rest my case. I thank you very much. Lex Luger, the narcissist. And, of course, Bret the Hitman Hart is one man that knows very well what to expect. He caught it from the blind side, if you recall, just before WrestleMania 9 out in Las Vegas, Nevada. You know, there is an actual war that's going on between a couple of ladies here on the World Wrestling Federation. And this thing has been heating up over the past few months. It involves Luna Vachon and my guest at this time, Sensational Sherry. Sherry, that's a little different look, dear. Yes, it is, Mean Gene, and I'd like to ask you a question, sir. Well, I'll try to answer if I can. How is the most handsome and talented commentator in the World Wrestling Federation? Well, my God, I kind of like to, I don't know, I'll give him a call and see what's up. No, Sherry, let's talk about Luna Vachon. All right. You have absolutely no love for this this lady. No, lady sir. Might be a little strong, huh? Yeah, I'd say lady is a little bit strong. Let's have a little history lesson here, shall we? Sure. Okay, WrestleMania 9. She comes into the corner of Shawn Michaels. I'm out there watching the match, making sure that she doesn't interfere, and I myself am not interfering, right? Mm-hmm. Okay, so after the match is over, Tatanka wins the match, Luna Vachon comes up and attacks me from behind, correct? That's right. Also, back in the first aid room, after she's messed up my ribs, she also attacks me again, correct? That's correct. Monday Night Raw, twice. Yep. She has attacked me. She has opened up my Sherry. Chin. Sherry, I hate to interrupt. Let's settle it in the ring, okay? Let's go. Very good. Ja, das war ein Interview mit dem Narcissist Lex Luger und seiner Lektion in Bescheidenheit, Luger-Style. Und dann auch mit Sherry, die also offenbar es gar nicht erwarten kann, endlich gegen Luna Vachon mal in den Ring zu steigen. Seems that every place you, all you hear, you must hear 1, 2, 3 in your dreams. 1, 2, 3! 1, 2,
for you. Okay. Everybody, listen to me. Stickman, mira, chico. $10,000. It's for you, man. With this kind of money, you could go out and buy a life. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. So viel Geld reicht auch nicht, um sich einen gesicherten, geruhten Lebensabend zu gestalten. Aber wir haben es gehört, der 1-2-3-Kid zurzeit auf Tournee oder Fortbildung, wie auch immer, wir wissen es nicht genau, in Japan, hat das Angebot erhalten und hat es angenommen. Wir werden also demnächst hier exklusiv natürlich bei RTL 2 diesen Rückkampf sehen. Weiter geht's jetzt aber mit diesem Match Tony Roy. Der eine den anderen erahnen wir mehr, als wir ihn sehen. Er sieht aus wie München um 6 Uhr morgens. Was hat das mit München zu tun? Ja, also, Nebel. Ich denke, der Nebel gehört doch zu irgendwie zu London. Ja, nicht nur. Nicht nur, genau. Nein, also es ist schon wahr. Papa Shango hüllt erstmal sich selbst und die ganzen Zuschauer in diesen Nebel. Und ich kann Ihnen sagen, der riecht nicht sonderlich gut. Ich bin auch schon in den Genuss gekommen. Und da sehen wir auch schon die Herkunft dieses Nebels. Ja, wir haben ja vorhin das Interview gesehen im King of the Ring Report mit Mr. Fuji. Also er hat ja für den 4. Juli, das war ja am Sonntag, amerikanische Profisportler eingeladen, den riesigen Yokozuna auf an Bord der USS Intrepid zu slammen, auf den Boden zu werfen. Also keinen Kampf abzuhalten, sondern einfach nur zu Boden zu werfen. Ob das jemandem gelungen ist, darüber werden wir mit Sicherheit noch berichten. Ich bin mal gespannt, ob einige Leute da überhaupt dieses Angebot wahrgenommen haben. Also ich überlege mal, wie gesagt, ein paar gäbe es vielleicht aus dem Football, die kräftig genug wären, auch von der Masse. Vielleicht ein Shaquille O'Neal, der neue Star am Basketballhimmel mit 140 Kilo, über 2 Meter voll durchtrainiert, sicher in der Lage, theoretisch das zu schaffen, ob er sich stellt. Wir werden es erfahren, wir werden es Sie natürlich wissen lassen. Jetzt aber, denke ich, konzentrieren wir uns mal auf diesen Kampf hier. Ja, nur noch eins, Günther. Nachher hebt sich der gute Junge einen Bruch und dann verpasst er die neue Saison, die, glaube ich, im September losgeht. Naja, das wäre es ja dann auch noch für die NFL. Aber Papa Shango beherrscht dieses Match hier natürlich nach Belieben. Keine Frage. Er ist wirklich ein knallharter Bursche. Ringrichter Danny Davis musste auch immer aufpassen, dass er nicht irgendwelche Dinge bringt, die nicht erlaubt sind. Denn dafür ist ja Papa Shango berühmt. Jetzt scheint schon sein Finishing Move, der Shoulderbreaker, zu kommen. Lange hält er Tony Roy oben, dann kommt der Shoulderbreaker, jawohl. Tony Roy sinkt auf die Matte. Ein leichtes Cover. Jawohl, und dieser Kampf ist gelaufen. Hat er wirklich schön gemacht. Der Finishing Move, lang gewartet, dann unheimlich schnell durchgezogen. Er hat schon einiges drauf und das nicht nur als lebende Nebelmaschine der World Wrestling Federation. Dann haben wir gerade schöne Flugmanöver gesehen, einmal mehr. Das ist vielleicht der Anlass, mal einen kurzen Hinweis zu geben auf die Eröffnung der ganzen Sendung. Kleiner Tipp für zu Hause. Können Sie noch sagen, welche neuen Sequenzen da eingeschnitten waren? Ja, die World Wrestling Federation will immer aktuell bleiben, auch mit den Szenen, die im Vorspann laufen. Da waren doch dieses Mal einige dabei. Dieser Mann hier ist immer noch dabei. Mr. Perfect. Und er ist wirklich, man muss fast sagen, perfekt. Sein Match gegen Bret Hart wird man lange, lange, lange nicht vergessen. Genauso wie den ersten Kampf, den die beiden hatten, um den Titel, den Intercontinental-Titel beim SummerSlam 91. Mr. Perfect, ein Mann, der im Ring verbissen ist, das muss man schon sagen, aber ganz hervorragend kämpft. Ein Techniker par excellence, hat auch ein bisschen Kraft gebolzt. Sein Gegner heute ist PJ Walker. Und ich bin mal gespannt, wie der es mit Mr. Perfect aufnehmen will. Also ich muss sagen, persönlich werde ich vor allem das Ende des Kampfes nicht vergessen. Nach einem so erbitterten, harten Match, auch schon im Vorhinein die Auseinandersetzung, dann das Shake Hands, wenn auch mit verbissenem Gesicht von Mr. Perfect, das war ja ganz klar. Aber immerhin,
Er hat es akzeptiert, dass er verloren hat. Und das, muss ich sagen, bewundere ich an jedem Sportler. Das ist einfach das Schöne am Sport, wenn sie es hinterher ihre Animositäten vergessen können und sagen, okay, der Bessere hat gewonnen, bis zum nächsten Mal. Ja, dazu gehört auch eine innere Größe, keine Frage. Man muss allerdings auch sagen, dass ja Mr. Perfect und Bret Hart eigentlich recht gut befreundet sind in der Zwischenzeit miteinander. Und von daher ist man einfach nur ein bisschen aufgebracht, wenn man verliert. Aber man kann das vergessen, kann dann wieder zum Tagesgeschehen zurückkehren. Es ist ja letztlich nur eine Niederlage gewesen. Es werden sicher noch viele Siege folgen. Das denke ich auch. PJ Walker hat sich hier ein bisschen befreien können. Kann ich das sagen? Sofort kommt Mr. Perfect wieder ins Spiel. Zahlt mit gleicher Münze zurück. Und da ist PJ Walker sichtlich getroffen. Next Snap. Jetzt kommt sicher gleich der Eingesprungene. Ja, da ist er schon. Gelingt sehr, sehr gut. Heute Mr. Perfect. Das war ja gegen Bam Bam Bigelow nicht unbedingt der Fall. Und oh, jetzt der High Knee Lift. Ja, aber wenn ich diese Aktionen von Mr. Perfect sehe und wie PJ Walker sie abfängt, dann muss ich einfach nochmal sagen, dass sie natürlich diese Aktionen auf keinen Fall nachmachen dürfen. Denn dieser Mr. Perfect ist einfach ein Mann, wenn man ihn so sieht, zum Beispiel mit den Dropkicks. Es ist schon unglaublich, was dieser Mann bringt. Aber um das austeilen und auch einstecken zu können, muss man wirklich knallhart Wrestling trainieren. Nichts anderes machen, das ist der Beruf dieser Männer. Und deswegen sollten Sie zu Hause auf keinen Fall solche Aktionen nachmachen. Freuen Sie sich dran, dass Sie solche Techniker wie Mr. Perfect und auch sehr viele andere sehen. Aber versuchen Sie nicht, es Ihnen gleich zu tun. Seien Sie Mr. Perfect des Bildschirms und nicht Mr. Perfect des Rings. Das wäre auch ein bisschen vermessen. Perfect Plex jetzt hier, der Finishing Move angesetzt. Auch das sieht man schon. Das muss man wirklich lang trainieren, muss voll fit sein, um so eine tolle, schöne Aktion durchziehen zu können. Ja, und da kann er wieder strahlen. Hier sehen wir noch einmal eine Zeitlupe. Der Kneebreaker. Und da der Perfect Flex. Und mit diesen Szenen kommen wir zum Special Report. Hello everyone. Here's this week's special report. Now, last week on World Wrestling Federation Superstars, the discontent that has been smoldering between The Undertaker and Harvey Whippleman's charges finally erupted. The Undertaker had just beaten another opponent when Whippleman initiated a carefully preconceived master plan. Firstly, he directed Giant Gonzalez into the ring to physically engage The Undertaker in a cunning diversionary tactic, and then brought in his second but far more devastating wave of attack. Here we see that explosive action as it took place last week. Ja, die Szenen kennen Sie jetzt natürlich auch schon. Die geschickte Taktik, die Harvey Whippleman verfolgt hat, um den Undertaker zu kriegen. Erst schickt der Giant Gonzalez in den Ring, um den Undertaker zu beschäftigen, abzulenken. Der geht natürlich sofort auf dieses Angebot ein. Hier ein Gefecht mit Giant Gonzalez. Und währenddessen kommt der zweite Schützling von Harvey Whippleman, Mr. Hughes, herangestürmt. Nimmt Paul Bearer die Urne ab. Setzt den noch schachmatt und geht dann mit der Urne auf, natürlich auf Aufforderung von Harvey Whippleman, auf den Undertaker los. Harvey Whippleman is obviously a mastermind. Look at the way he put Giant Gonzalez out there to distract the Undertaker. Look at, the Undertaker doesn't even know. Get out of the ring, get out of the building. Mr. Hughes with the iron, grabbing the back of the Undertaker. Did you see that? Mr. Yes, Hughes just rammed the Undertaker in the back of the head, denting the urn. He has it back in his hands again. Vince McMahon, you are seeing history in the making here. This is what the people have been waiting to see for years. The Undertaker being late. Undertaker, I told you I was going to find somebody to destroy you and take away the meaning of your life. Now, everybody knows it's Mr. Hughes. Undertaker, this is where you're paralyzed, and I'm the man who took it. And I promise you, you'll never get it back. Hey.
ask yourself, what is this about? It's Men on a Mission and we're in the house. My name is Oscar, that's Mabel, that's Mo. And we're here to let you all know, we're playing no jokes and we're playing no games. We're kicking butt and we're taking names. We're taking titles, that's a fact. Men on a Mission is the ultimate act. We're on a mission. We're on a mission. We're on a mission. We're on a mission. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sah wirklich toll aus. Also diese Videos von Man on a Mission gefallen mir äußerst gut. Ich bin zwar kein außergewöhnlicher Rap-Fan, dafür bin ich vielleicht schon zu alt. Ich bin ja mehr so der Rock-Fan der 70er Jahre, genau wie du, Günther. Aber ich muss sagen, dieses Ding da, das gefällt mir wirklich gut und auch die Umsetzung im Video ist toll. Es geht natürlich um Man on a Mission, kurz Mom genannt. Da werden sich alle Mütter freuen, wenn sie das hören. Oscar ist der Manager und gleichzeitig der Rapper. Mabel ist der Riese bei den beiden. Er ist 2,5 Meter groß und sein Partner ist Mo. Ja, und sie wollen hier in der World Wrestling Federation ein bisschen aufräumen. Das ist ja auch die Abkürzung. Mo, Oscar, Mabel, passt also alles zusammen. Das scheint die neue Methode zu sein für Tag Teams. Die müssen sich erstmal im Video beweisen, ehe sie sich im Ring beweisen dürfen. Und apropos Video, stimme dir zu, ist wirklich gut gemacht. Auch der Text hat einen Sinn, hat einen Inhalt, passt sehr gut. Was ist denn mit dem, da war doch mal irgendwas mit einem WrestleMania-Video, das Platz 10 erreichen muss, um hier nicht einen gewissen Karl Egon küren zu können. Momentan, glaube ich, sind wir zwischen Platz 20 und 30 angesiedelt. Günther, wenn dir nichts mehr einfällt, dann bringst du das immer wieder aufs Tapet. Na gut. Ich werde es nicht vergessen. Nein. Ja, die Fans, glaube ich, auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Auf jeden Fall sehen wir hier jetzt die Headshrinkers und wo wir bei den Tag-Teams sind, noch schnell. Noch einmal die Meldung, falls sie es verpasst haben beim ersten Mal. In der letzten Woche am Montag besiegten die Steiner Brothers Money Inc. in Columbus, Ohio und hatten damit den Titel. Zwei Tage später allerdings holten sich Money Inc. in Rockford, Illinois diesen Titel zurück. Aber ich glaube, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Und vielleicht können ja auch die Headshrinkers oder auch die Smoking Guns da noch ein Wörtchen mitreden. Also da muss sich ein Shawn Michaels nicht beschweren, dass er so oft seinen Titel verteidigen muss. Da geht es innerhalb von zwei Tagen hin und her. Also alle Titel stehen permanent auf dem Spiel zur Verfügung. Das ist nun mal so, wenn man den Titel hat, den will einem dann jeder abjagen. Da geht es sehr häufig zur Sache. So, jetzt kommen wir aber, denke ich mal, endgültig zu diesem Kampf. Ja, wir haben natürlich jetzt etwas weniger die Kämpfe kommentiert, aber ich glaube, liebe Zuschauer, Sie sehen uns das nach. Wir machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, wenn wir natürlich auch unseren Spaß haben wollen, hier so ein bisschen beim Kommentieren. Spaß gehört ja zur Arbeit auch dazu. Aber es waren doch sehr viele Neuigkeiten und Nachrichten zu übermitteln. Und noch einmal die Nachricht, dass Hulk Hogan hier in Deutschland und in Österreich versuchen wird, Yokozuna, den World Wrestling Federation Champion Titel, wieder abzuluxen. Das heißt also, wir werden hier Titelkämpfe zwischen den beiden sehen. Also ab in die Stadt, Karten besorgt, sonst würden sie es eventuell verpassen, wenn der Titel wechselt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das freiwillig tun wollen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich bin auf alle Fälle dabei. Ja, ich natürlich auch, ganz klar. So, dabei ist jetzt auch hier Samu, der Fatu war es schon wieder, Scott Dupree zu pinnen, Double Team Move. Ich denke, jetzt geht es hier langsam schon dem Ende entgegen. Sehr entschlossen wirken die Headshrinkers. Oh, ein Piledriver mit Unterstützung. Den Double Team Move habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, also da geht's ganz schön rund. Die Headshrinkers wollen offenbar ihre Gegner in der World Wrestling Federation und auch mögliche Gegner, wie zum Beispiel Man on a Mission, das weiß man ja nicht so genau, ein bisschen in ihre Schranken weisen. Hier hatten wir gerade den Double Headbutt aus zwei verschiedenen Ringecken. Double Flying Headbutt. Genau. Also ich muss schon sagen, das war ein sensationeller Finish-Move, genau wie der Big Splash. Der Kampf ist vorbei, aber jetzt kommen wir zu einem Mann, der sehr viel mehr die Technik beherrscht. Jetzt sind sie wieder erhältlich, die begehrten Souvenirs und Fanartikel der WWF Superstars. T-Shirts, Poster, Gürtel, Toys, Kappen und vor allem die sensationellen Supervideos der WWF. Wir haben die größte Auswahl von allen.
fordern Sie den farbigen Prospekt mit Bestellkarte bei uns an und vergessen Sie nicht, einen frankierten Rückumschlag beizulegen. Unsere Adresse lautet WWF Fanartikel CO CCM TV Vertriebs GmbH Postfach 8441 Oberschneiding. Don't sweat the tech. RTL 2 macht einfach Spaß. RTL 2 macht einfach Spaß. Das haben jetzt zwei Kanadier es miteinander zu tun. Owen Hart, der kleinere Bruder von Bret Hart, sicher stolz auf seinen Bruder, wie der King of the Ring geworden ist. Und Mike Sharp, sein Gegner, ist ebenfalls ein Kanadier aus Ontario, aus der Provinz Ontario. Der Mann, wir haben es letzte Woche schon gesagt, der, wenn er nicht Wrestler geworden wäre, wahrscheinlich Opernsänger geworden wäre. Jetzt macht er sich hier über Owen Hart her, singt ihm eins, sozusagen. Aber der kontert sofort mit einem Whip-In, taucht unten weg. Aber vielleicht ist Opa nicht gerade etwas für Owen Hart. Und deswegen gehen die Gesangskünste von Mike Sharp voll an The Rocket vorbei. Und er muss einstecken. Das hört man ja an der Eingangsmusik, dass er mehr dem Funk zugetan ist. Und da ist, denke ich mal, kein Platz mehr für die Klassik. Die beiden tauschen jetzt hier Freundlichkeiten aus gegeneinander. Ich frage mich, wen dieser Mike Sharp verkörpern könnte. Siegfried. Aber dafür hat er nicht blonde Haare. Da müsste er ja ein bisschen, wollte ich gerade sagen, blonder sein. Ein bisschen verwachsen ist er auch. Hamlet. Ja, könnte vielleicht den Glöckner von Notre Dame spielen. Mit einer geschickten Maske, aber da gibt es ja noch keine Oper. Die Oper, die wir ja alle kennen, der Glöckner von Notre Dame. Bald wird sie geschrieben werden. Claude Debussy, wissen wir doch alle. Ist noch nicht veröffentlicht, aber kommt sicher demnächst. Liebe Zuschauer, Sie dürfen den Günther nicht so ernst nehmen. Der redet auch viel Mist daher, wenn der Tag lang ist. Aber der Tag ist manchmal sehr lang. Zu lang geradezu. Ja, dieser Schrei war schon sehr gut trainiert aus dem Zwerchfell heraus. Aber der Schrei kündigt natürlich auch Owen Hart an. Achtung, da kommt eine Dampfwalze. Er weicht aus. Ja, aber irgendwie hat Mike Sharp läuft ins Leere. Ja, aber irgendwie hat dieser Mike Sharp einen ganz schönen Unterhaltungswert. Also ich sehe ihn durchaus gerne im Ring. Jede Aktion begleitet er mit diesem Schrei. Und selbst wenn er sich eine einfängt, gibt es auch noch einen Schrei. Also hat Mike Sharp viel zu schreien im Ring. Ja, so die Monika Seelisch, das Wrestling vielleicht. Ach genau, das hast du das letzte Mal gesagt, richtig. Das ist, glaube ich, der treffendste Vergleich. Genau, ja. Wenn gleich natürlich die Figur nicht ganz passt. Ein Flying Reverse Kick. Ja, das ist auch eine Spezialität von Owen Hart. Ein tolles Manöver, sehr, sehr riskant natürlich, aber gut getimed. Mike Sharp deutlich gezeichnet. Ja, und dann der Flying Dropkick sogar noch. Das war ein sehr, sehr schöner Finishing Move von Owen Hart. Einer, den er mit am besten beherrscht. Ein toller Sieg von ihm in einem nicht gerade zweiseitig geführten, aber doch sehr unterhaltsamen Kampf. Wir sehen uns gleich nochmal eine Zeitlupe an. Da der Reverse Kick eingesprungen und dann der Flying Drop Kick auch ganz genau gesetzt. Hulk Hogan wird auf der Deutschland-Österreich-Tour versuchen, seinen sechsten Titelgewinn zu feiern, indem er Yokozuna besiegt. Wird ihm das gelingen? Sie sollten es nicht verpassen und die Deutschland- und Österreich-Tour besuchen. Außer Hulk Hogan werden natürlich noch viele weitere Topstars der World Wrestling Federation dabei sein. So, und von einem Höhepunkt gleich zum nächsten. Sie sehen hier ein
Banner eingeblendet, das darauf hinweist, dass wir jetzt einen Exklusivkampf sehen, der für Videozwecke aufgezeichnet wurde. Das heißt also, der im Fernsehen so nirgendwo gelaufen ist. Eine Premiere für uns. Razor Ramon trifft auf Crush. Wir sehen uns die Jungs erstmal an, bis sie im Ring sind. Jetzt sind die beiden bereit. Also Günther, das verspricht ein äußerst interessantes Match zu werden. Denn wenn auch Crush kräftiger ist als Razor Ramon, so stehen sie sich insgesamt an Kraft und vor allem auch an Größe wohl in nicht viel nach. Ich glaube, hier dürfte Razor eine gute Chance haben, sehr, sehr gut gegen Crush auszusehen, der ja sonst fast unschlagbar scheint. Aber Crush hat sich schon vertraut gemacht mit den Schmährufen gegen Razor Ramon. Chico! Die Anregung aus dem Publikum. Ja, 1, 2, 3 rufen sie. Der arme Razor, fast könnte einem leid tun. Verliert einmal gegen einen Nobody und muss sich dann das anhören. Da sind gleich alle Siege und da waren ja auch einige große dabei vergessen. Man hat jetzt hier diese Kraftdemonstration von Crush gesehen. Also widerspricht ein bisschen deinen Einführungsworten, wenngleich ich auch der Meinung war, dass sie kraftmäßig durchaus miteinander konkurrieren können. Hier diese erste Demonstration hat eindeutig Crush gewonnen. Mal sehen, wie sich Razor davon erholt und natürlich von diesen 1-2-3-Rufen. Und da kommen sie schon wieder. Ja, das ist ja klar. Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung, oder wie heißt das? Irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall, Razor mit seinen Zahnstochern würde auch nicht mehr weiterkommen. Er hat ja doch seinen Reservezahnstocher hinter dem Ohr festgeklemmt. Hoffentlich bohrt er sich das nicht mal durchs Ohr wasche, wie man hier in Bayern sagt. Das habe ich schon gelernt. 12 Jahre Bayern. War gar nicht mal schlecht. Nee, Razor, ich meine, er kaut drauf herum. Es gibt ja verschiedene Arten. Ist mir persönlich wesentlich lieber als die noch etwas unappetitliche Art des Kauterback-Counts, die ja in Amerika weit verbreitet ist. Man muss ja den Saft dann immer irgendwo hin entledigen. Naja, da soll er lieber auf seinem Zahnstocher herumkauen. Das stimmt, ja. Das Beißbrett für Wutanfälle. Oder wenn ihm was besonders weh tut, kann man auch auf Holz beißen. Na gut, momentan hat er wieder ein bisschen in den Kampf zurückgefunden, hat jetzt hier Crush. Er hat ihn im Full Nelson, aber Crush kann sich da natürlich rauspowern, möchte ich fast sagen. Ja, das ist ganz deutlich und jetzt setzt er seinerseits den Full Nelson an. Und da greifen doch etwas andere Pranken zu als bei Razor Ramon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es Razor Crush gleich tun kann und ebenfalls rauskommt. Er versucht es auf alle Fälle, deutet es an. Muss kräftig durchatmen. Der erste Versuch ging also daneben. Er kann es kaum glauben, aber da steckt schon was dahinter. Sieht man deutlich die Anstrengung. Und dann denkt er sich doch lieber, gehe ich ins Seil, dann muss er den Griff lösen. Auch eine gute Methode. Es hebt den Crush wieder rein, ehe der Ringrichter bis 4 gezählt hat. Ja, also das ist sehr unfair von Crush, muss ich sagen. Razor ist eindeutig im Seil. Crush muss loslassen. Aber er hat es nicht getan. Er hat Razor immer wieder zurückgezogen. Jetzt lässt er ihn fallen. Also lieber Crush, das kannst du dir mal sparen. Das hast du eigentlich auch gar nicht nötig, solche Aktionen. Lass ihn halt los. Setz den Full Nelson nochmal an. Aber leiste dir nicht solche Regelverstöße. Ja, nochmal vielleicht der Hinweis. Diesen Kampf gibt es nur
exklusiv bei RTL 2 zu sehen. Sonst nirgends ist dieser Kampf im Fernsehen zu sehen. Da können wir also wirklich froh sein. Da hat sich die World Wrestling Federation einiges einfallen lassen. Hat auf die vielen Zuschriften, die vielen Zuschauer reagiert. Und wieder kommen die Rufe aus dem Publikum. Also mir tut jetzt langsam auch leid. Razor Ramon, das kann doch mal passieren. Das ist ja das Schöne am Sport, ein Sensationssieg. Aber da muss man den Unterlegenen ja deswegen nicht ständig verlachen. Ja, weil du gerade eben davon gesprochen hast, dass die World Wrestling Federation eben auf die Wünsche der Zuschauer eingegangen ist. Sie fragen häufig, was passiert eigentlich mit den Briefen, was passiert mit den Anrufen, die wir so bekommen. Natürlich leiten wir die darin geäußerten Wünsche und Vorstellungen, auch Kritik positiver und negativer Art und Weise, an die World Wrestling Federation weiter. Und die World Wrestling Federation reagiert. Das dauert zwar manchmal, es geht halt nicht von jetzt auf gleich, aber auf jeden Fall hat es Sinn, wenn sie uns schreiben. Es ist nicht so, dass diese Sachen ungelesen in den Papierkorb wandern. Ganz im Gegenteil, wir interessieren uns sehr für ihre Meinung, denn wir wollen ja schließlich wissen, was das Wrestling-Publikum hier von RTL 2 denkt. So, der Whip-In an der Big Splash geht daneben. Bulldog von Razor Ramon, der legt es richtig los, macht hier Tempo und das ist auch eine gute Methode. Er hat ja die Kraft dazu, auch einen Crush zu treffen mit seinen Manövern. Das ist diese dritte, ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist, denn Crush ist schon unheimlich muskulös. Und man kann aber auch den guten alten Crush damit beschäftigen zumindest, wenn man ihn natürlich auch nicht irgendwie in seine Schranken weisen kann. Jetzt der Abdominal Stretch, auch Grapevine genannt. Grapevine bedeutet ja letztlich nichts anderes als Ranke. Das heißt also, ein Wrestler rankt sich wie eine Weinrebe um den anderen Wrestler und übt natürlich so auf die Muskeln und Sehnen einen ziemlichen Druck aus, wie jetzt Razor gegen Crush. Er diskutiert mit Danny Davis natürlich, weil er immer wieder ins Seil greift. Danny Davis ist das nicht ergangen, er ist ein erfahrener Mann. Bin mal gespannt, wann er diesen Haltegriff abbricht. Jetzt wieder die Aktion von Razor, dadurch zusätzliche Kraft auf die Hebelwirkung, die er hier ansetzt, wie du es schön erklärt hast. Das geht natürlich noch besser, wenn man sich irgendwo festhält, ist allerdings verboten. Danny Davis hat es einmal gesehen, jetzt nicht mehr, da kann sich Crush befreien mit diesem Hip-Toss. Kommt sofort mit dem Leg-Drop, aber Razor kann sich wegdrehen. Ja, der war ein bisschen telegrafiert hier, dieser Leg-Drop bzw. Elbow-Drop. Es sah erst nach einem Leg-Drop aus, aber ich glaube, es sollte dann doch ein Elbow-Drop werden. Jetzt der Boston Crab, der Ansatz zumindest von Razor. Wieder ganz nah am Seil und wieder greift er zu, verstärkt so seine Hebelwirkung. Deswegen hat er also Crush ans Seil gezogen. Ich dachte, das ist ziemlich dumm, denn so kann Crush das Bein aufs Seil bekommen. Aber Razor hatte da seinen eigenen Plan. Er greift wieder zu, sieh mal, wie kräftig er anzieht. Und das drückt natürlich auf Crushs Oberschenkelmuskulatur. Razor schickt den Schiedsrichter wieder weg. Sagt, kümmere dich vorne um Crush, ob der nicht schon aufgeben will. Aber es sieht nicht danach aus. Ja, jetzt allerdings hat Razor zu lange am Seil festgehalten, hat nicht gemerkt, dass Danny Davis aufgestanden ist und ihn gesehen hat. Na, dann lässt er freiwillig los, da merkt er, das hat keinen allzu großen Sinn. Und jetzt verhöhnt Razor Crush, weil Crush schon längere Zeit nichts mehr gezeigt hat. Ich bin mal gespannt, wie Crush reagiert, ob er überhaupt reagieren kann. Momentan sieht es nicht danach aus, aber das lässt sich wohl nicht mehr lange gefallen. Bläst sich jetzt hier regelrecht auf. Ja, er pumpt schon wie ein Maikäfer. Ja, da kommt er, der Ghetto Blaster, ansatzlos gesetzt. Und da kann Razor natürlich nicht mehr ausweichen, weil er sich zu sehr darauf konzentriert hat, seine Spielchen zu treiben. Ja, jetzt geht es hier richtig zur Sache. Kräftige Schläge von Crush, aber Razor hält noch gut dagegen, steht. Andere wären da schon lang gelegen. Hier kriegt er das Bein noch ab und ja, jetzt das hohe Bein von Crush, das hat er bestimmt von Hulk Hogan abgeschaut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt die Schlussoffensive von Crush kommt. Er nimmt sogar diesen riesigen Razor Ramon und stemmt ihn über den Kopf, als wäre er nichts. Dann folgt der lockere Bodyslam Günther. Was für eine Kraftdemonstration. Ja, vielleicht sollte er sich melden bei Mr. Fuji und Yokozuna Bodyslammen. Ich bin sicher, dass er das machen wird, garantiert. So, wir sind aber jetzt weiter bei diesem Kampf. Erstmal will er sich Razor Ramon zur Brust nehmen. Packt ihn auch schon mit seinem Finishing Move. Frenetisch angefeuert vom Publikum, der Cranium Crush. Aber da kann sich Razor befreien. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich sehe, dass jemand aus diesem Griff herauskommt. Ja, das war hervorragend gemacht. Mit dem Fuß hat er die Kinnspitze weggedrückt.
sodass der Kopf ein bisschen zurückgezuckt ist. Und jetzt hat natürlich Razor die Chance, ein Side-Suplex von ihm hier. Er will natürlich Crush besiegen. Das wäre für ihn nach dieser schmachvollen Niederlage gegen den 1-2-3-Kid genau die richtige Art und Weise, wieder in die Siegeslisten zurückzukehren. Er deutet hier auch schon seinen Finishing-Move an. Will es jetzt also wirklich wissen, nimmt sich Crush. Der sieht ja aus wie ein Piledriver am Anfang, aber er nimmt ihn dann auf die Schulter. Bin ich gespannt, ob er das schafft. Er schafft es bei Crush. Jetzt müsste er noch hochstemmen. Auch das gelingt ihm unglaublich, auch die Kraft von Razor. Da kommt der Razor's Edge. Kann er jetzt das Cover durchziehen? Das wäre wirklich unglaublich. Ja, aber Razor ist selbst schon ganz schön mitgenommen von dieser Kraftdemonstration. Seinerseits den Finish Move, das Cover. Aber da kommt Crush raus. Fast hätte ich es mir gedacht. Razor hat einfach zu lange gebraucht, bis er Crush gecovert hat. Ja, nichts war es mit 1, 2, 3, wie er es vorher angedeutet hat. Bisschen Humor hat er also auch, der gute Razor. 1, 2 und das genügt nun mal einfach nicht. Und jetzt legt Crush natürlich, wie es zu erwarten war, wieder los. Günther, das ist doch unser Lieblingslied. Wir hören ja ziemlich die gleiche Musik, der Günther und ich. Von Stretch das Lied Why Did You Do It. Da kommt ja auch dieses coole 1, 2 vor. Wo dann keiner weiß, wann kommt es genau nach der langen Pause. Why Did You Do It? Ja, das wird sich Razor auch genau fragen. Jetzt gegen Crush. Warum bist du aus meinem Cover rausgekommen? Well, why did I do it? Genau, warum habe ich so lange gewartet? Ja, jetzt hier die Glocke. Ja, ich bin mal gespannt, ob es Crush noch rechtzeitig in den Ring geschafft hat. The referee has counted both men out. Nein, Crush hat es nicht mehr geschafft. Beide sind ausgezählt worden. Es handelt sich hierbei also um ein Unentschieden. Ich bin aber mal gespannt, ob die beiden jetzt wirklich schon aufhören oder ob sie noch weiterkämpfen wollen. Danny Davis ermahnt beide, sagt, Leute, haltet euch zurück. Razor wird hinausgeschickt. Crush steht immer noch im Ring. Just a minute, referee. Und jetzt hat Crush was zu sagen. They want to see one, two. Ja, Crush sagt, die Leute wollen hier kein Auszählen sehen. Sie wollen sehen, wie es heißt, 1, 2, 3. Und damit sind wir wieder beim Anfangsthema. Razor wird verhöhnt. Für ihn muss es wirklich ein Spießrutenlaufen sein, dieser Tage, sich im Publikum zu bewegen oder im Ring zu bewegen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er auf diese Herausforderung nochmal eingeht. Ja, da muss natürlich auch der Ringrichter mitspielen. Er sagt immer noch, nein, das war's, der Kampf ist vorbei. Es gibt kein 1, 2, 3. Publikum würde es wirklich gerne sehen. Razor jubelt. Da hat er auch keinen Grund dazu. Es war immerhin gerade mal ein Unentschieden. Und hier das Programm für die nächste Woche. Adam Bomb, der Hühne, ist wieder dabei. Der Narcissist Lex Luger bewundert nur eins, sich selbst. Bastien Boga versucht, einen Sieg zu landen. Damit sind wir wieder einmal am Ende unserer Sendung angelangt. Aber keine Bange, am Montag geht's weiter mit den Superstars. Wir freuen uns darauf, Sie dann wieder exklusiv bei RTL 2 begrüßen zu können. Tschüss, bis dann.